Hallo, herzlich willkommen zum nächsten Teil in unserer Raspberry Pi Crawler Serie. Und in dem Video wollen wir uns jetzt mal die SD-Karte, die wir im letzten Video erzeugt haben, anschauen, indem wir die quasi in der Raspberry Pi einlegen. So, muss man kurz hier umschalten. So, und zwar haben wir jetzt hier schon im Raspberry Pi die SD-Karte drin. Ich gebe mal Strom drauf. So, jetzt bootet der quasi und ich schalte mal hier um auf mein Monitorbild. Und jetzt sehen wir quasi den Startscreen vom Raspberry Pi. Das dauert jetzt einige Zeit. Der bootet jetzt und gut, na, solange er jetzt bootet, kommt hier mein Screen Capture ATM, kommt da nicht ganz mit den unterschiedlichen Auflösungen. Deswegen haben wir öfters mal einen schwarzen Bildschirm. Der läuft jetzt aber quasi durch, solange bis er mir den Raspberry Pi Desktop anzeigt und ab dann sehen wir auch wieder hier was im Videobild. So, also jetzt ist unser Raspberry Pi quasi installiert. Desktop fährt zum ersten Mal hoch. Und jetzt müssen wir dann einige Einstellungen treffen. Ich habe jetzt hier so eine kleine WLAN-Tastatur. Ich kann gerade mal kurz umschalten auf die Kamera, dass wir die sehen. So, ich schalte mal hier um. Das ist quasi die kleine Tastatur. Hier oben hat man so ein Touchpad. Da kann man das quasi als Mausersatz nehmen. Ist ganz gut für eine Installation vom Raspberry Pi, weil sie halt klein ist und per WLAN funktioniert. Aber ist halt nicht ganz so komfortabel zum Bedienen. So. Also, deswegen geht es hier jetzt etwas ruckeliger ab. So, Tastatur und Maus funktionieren. Wir können hier gleich mal weiterklicken. So, dann wählen wir hier mal das Land aus. So, Germany müsste eigentlich weiter oben stehen. Noch ein Stückchen weiter oben. Und da gucken wir mal, ob man es. Ja, da ist. So, mit OK bestätige. Dann hat er das alles gemacht. So, wir gehen auf Next. So, dann installiert er die Sprache nach. Jetzt geben wir ein neues Passwort ein. In dem Fall, ich nenne es jetzt einfach mal Test. So, nächste Zeile. Das ist jetzt dann noch praktisch im Prinzip das Passwort für den Pi-User. Ja, das können wir übergehen. So, jetzt sucht er Netzwerk. So, dann verbinde ich mich mal hier mit meinem WLAN. Das ist wichtig, sonst können wir später noch die Updates nicht einspielen. So, Passwort. So, in der Hoffnung, ich habe mich jetzt nicht vertippt. So, jetzt haben wir im Prinzip unser WLAN eingerichtet. Dann will er natürlich gleich hier die Software updaten. Das ist okay. Bestätigen mit Next. Und jetzt müssen wir quasi den Raspberry Pi neu starten. Machen wir auch mal. So, und solange der jetzt neu bootet, schalte ich nochmal um auf meinen Desktop und dann schauen wir uns mal an, was wir als nächstes installieren. Im nächsten Video installieren wir dann hier den VNC-Server. Da haben wir mal ein bisschen ein paar Sachen zusammengeschrieben. Und wenn wir quasi dann den VNC-Server installiert haben, kommt nachher dann noch zum Schluss das SSH mit dazu, dass wir quasi per Kommandozeile auf den Pi zugreifen können, also mit dem VNC-Server. Oder mit einem virtuellen Desktop können wir quasi uns den Desktop auf einen Windows-PC oder auf einen anderen PC rüberziehen übers Netzwerk. Und mit SSH können wir quasi mit Kommandozeile bzw. mit DOSBox
dann direkt auf dem Rechner arbeite. Wenn wir dann auch noch einen Samba-Server irgendwann installieren, damit wir quasi direkt unsere Python-Programme für die Motorsteuerung oder für die Robotersteuerung quasi direkt über eine Windows-Freigabe oder über eine Dateifreigabe im Netzwerk dann auch ansprechen können. So, schalten wir nochmal zurück zu unserem Pi. Der ist wieder da. So. Und ja, installieren wir doch ein bisschen gleich hier unseren virtuellen Desktop, damit wir den Rest ja dann auch auf dem Windows-Rechner weiter bearbeiten können. Also wir brauchen jetzt quasi hier auf unserem Pi, machen wir zuerst mal eine Kommandozeile auf. So, eine reicht. Ich guck mal, machen wir die mal zu. Ist sehr schwierig jetzt da mit der kleinen Maus das zu packen. So, linke Maustaste, das rüberziehe. So, ich guck mal, dass ich hier das größer machen kann. Da gehen wir mal, mal gucken, wo das ist, dass man das größer machen kann. Dann nicht bearbeiten, Einstellungen. Dass man das besser lesen können. Und dann machen wir hier mal größere Schriftart. Gehen wir mal hier auf 20. Ja, ich glaube, so können wir das ganz gut lesen. Das ist zu groß. Ah, hier haben wir das nochmal übersehen. So, gehen wir rein und OK. Und jetzt ist hier unsere Schriftart ein bisschen größer, jetzt ist das angenehmer zum Lesen. So, machen wir die DOSBox größer und wir fangen jetzt an. Wir müssen uns als Sudo-User anmelden. So, Sudo-User, dann gibt es den Befehl apt-get Update. Diesen Befehl sollte man auf jeden Fall vor jeder Installation ausführen. Da holt er sich quasi immer die neuen Packages und guckt, was er aktualisieren muss. So, und wenn wir das jetzt gemacht haben, wenn das durchläuft, dann können wir jetzt dann halt den VNC-Server installieren. Das geht wieder mit sudo. Sudo ist quasi das Kommando, dass man das als Administrator alles ausführe. Dann apt-get install. Install und dann tight. Da habe ich mich vertippt. VNC Server. So, der wird jetzt installiert. Müssen wir noch mit Ja bestätigen. So, wenn der fertig installiert hat, müssen wir noch für den VNC-Server ein eigenes Passwort generieren. Dieses Passwort hat nichts jetzt mit dem Root-Passwort vom Raspberry Pi zu tun. Also ist nur ein Passwort für den VNC-Server. So, solange der noch installiert, können wir mal kurz umschalten. Auf mein Desktop. So. Der installiert jetzt im Hintergrund. Jetzt sind wir quasi wieder auf unserem Windows-Rechner. Und was wir jetzt für unseren Windows-Rechner brauchen, ist im Prinzip der Real VNC, das ist quasi der Desktop-Client. Den können wir unter der Internetadresse realvnc.com können wir den runterladen für ziemlich viele Betriebssysteme. In dem Fall, ich brauche es jetzt dann heute für Windows. Lade den runter und ich habe den hier schon mal installiert. So, kann den mal hier starten. Und ich habe jetzt hier quasi schon beim Raspberry schon die IP-Adresse eingetragen. Das zeige ich gleich noch, wie wir auf die IP-Adresse kommen. Und könnte jetzt rein theoretisch schon drauf zugreifen, wenn dann der installiert ist. So, jetzt schalten wir mal wieder um.
So, unser VNC-Server ist installiert. So, jetzt müssen wir noch das VNC-Passwort setzen. Das geht mit dem Kommando VNC-PASS-WD. So, dann generieren wir hier ein Passwort. Nein, da wollen wir keins. So, jetzt haben wir das Passwort gesetzt und jetzt können wir quasi unseren Server starten. Und das funktioniert mit VNC Server Leerzeichen Doppelpunkt 1. Das heißt, wir starten den virtuellen ersten Desktop. So, wenn das erscheint, ist unser virtueller Desktop gestartet. Und jetzt brauchen wir quasi noch unsere IP-Adresse. Und die können wir über das Kommando ermitteln. Hostname Bindestrich Groß I. Also gehen wir mal ein der Kommandozeile. Hostname Bindestrich Großes A. So, und dann kriegen wir unseren Raspberry. Den könnten wir drauf ansprechen. Oder wir versuchen mal noch das IP Unterstrich A, mal gucken, ob das funktioniert. So, muss man kurz gucken. 127. Ja, da sehen wir hier auch die Internetadresse und zwar in der fünften Zeile von unten haben wir quasi drin INET 192 168.1.15 Schrägstrich 24. Das ist quasi unsere IP-Adresse, das heißt, der ist im Netz der 15. Rechner. In dem 192er Netz hinter die Schrägstrich 24, das hat was mit Linux zu tun, braucht uns nicht interessieren. So, und jetzt können wir quasi umschalten auf unseren Windows-Rechner. So, und jetzt rufe ich hier mal meinen VNC-Viewer auf. So, und dann trage ich quasi hier oben meine Adresse ein. Also in dem Fall ist jetzt das die 192. 168.1.15 und jetzt ist wichtig, jetzt machen wir einen Doppelpunkt und dann müssen wir den Port angeben und das ist die 590 590 und der erste virtuelle Bildschirm, dann noch die 1. So, und wenn wir jetzt Return drücken, fragt uns noch ein Passwort. Jetzt gebe ich das Passwort an, das ich gerade eingerichtet habe. So, und jetzt haben wir quasi unseren virtuellen Desktop übers Netzwerk gezogen. Das heißt, ich kann jetzt meine Tastatur vom Raspberry Pi kann ich jetzt weglegen fürs erste Mal und kann jetzt quasi ganz normal hier auf dem virtuellen Desktop arbeiten. Problem ist, wenn ich jetzt den Raspberry runterfahre, dann ist quasi der VNC-Server beendet. Der wird beim nächsten Boot nicht gestartet. Da machen wir noch mal ein kleines Video dazu, wo ich zeige, wie man denn dann quasi in die Startup-Datei mit reinnehmen, dass der VNC-Server immer gestartet wird. So, das soll mal für das Video jetzt genug sein. Wir sehen uns dann beim nächsten Video.